Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Der Requisitenmeister räumt gerade noch die Stühle weg. Es ist Tom, Sohn des Hauses hier. Wir haben ja schon mal geblockt, als der Teich noch nicht, doch die Teiche waren fertig, als wir die Fische gebracht haben, aber der Garten war noch nicht fertig, die Platten lagen schon. Und ich bin jetzt auch das zweite Mal hier und der längere Blog-Zuschauer weiß, die Fische sind vorher in der Nähe von Bremen geschwommen und sind dann umgezogen hier in die Nähe von Köln. Und das war natürlich spannend, wie wird sich das erste Jahr entwickeln. Wir haben ja viel eingefahrenes Filtermaterial mitgebracht. Der Kunde hat vorher, also Dirk kann man ja den Vornamen sagen, Dirk hat vorher zwei Papierfilter gehabt von Genesis und Große Biologie, hat auch damals in Bremen ein paar Mal umgebaut. Und jetzt hat er gesagt, Schluss mit lustig, jetzt will er einmal noch bauen und wenn er baut, baut er richtig. Also riesen Bürstenfilter, riesen Biologiefilter, riesen biologische Filter, zeigen wir Ihnen nachher gleich. Und aber das erste Mal jetzt die Erfahrung mit Bürstenfilter gehabt und man kann ganz klar sagen, er ist zufrieden, er ist top zufrieden. Betriebssicherheit super, Lärmentwicklung super, Wasserqualität sensationell. Also schon das ganze Jahr sehr gut. Und da sagt er aber, in dem kleinen Teich, wo er relativ viel gefüttert hat, die Ammonium- und vor allem Nitritkonzentration im Tagesverlauf dann schon mal auf 0,2, 0,3, aber wohlgemerkt in einem nagelneuen Teich. Als er dann aufs neue Futter umgestellt hat, innerhalb von einer Woche, zack, auf 0,1 runter. Und mittlerweile, sagt er, ist es nicht mehr nachweisbar. Und das, obwohl er hier immer noch auf 18.000 Liter 700 Gramm füttert, bei 19,5 Grad. Und hier drüben füttert er sogar noch ein Kilo bei 18 Grad. Also top zufrieden, aber er hat so ein Neuteichphänomen und da habe ich zu ihm gesagt, das habe ich schon oft bei Teichen erlebt, dass das genau oder dass genau dieses Problem auftaucht, zum Beispiel auch bei Arthur, der ja auch eine große Bürstenfilteranlage hat, aber das ist vom Bürstenfilter unabhängig und das sind diese Algenflusen. Und ich habe gerade gesagt, wo er mir es gezeigt hat und wo ich es gesehen habe, sage ich, witzig, dieses Jahr hat man das eigentlich an relativ wenig Anlagen gesehen, wohingegen letztes Jahr, also 2019, da war ich jeder zweite Teich, an den wir gekommen sind, unabhängig vom Filter, waren da Algenflusen ohne Ende. Die Leute sind fast verrückt geworden. Er hat es jetzt auch und er wollte mich noch beschuldigen, dass ich das mit den Fischen gebracht hätte. Das müssen Sie mal überlegen. Das ist aber nicht so. Nein, man kann natürlich Algen, keine Frage, man kann Algen verschleppen von A nach B, aber in so einem neuen Teich ist es eigentlich relativ häufig, dass sich am Anfang so Algenarten bilden, die man nicht haben möchte. Und irgendwann, wenn das System mal eingespielt ist, das sage ich Ihnen aber gleich, das dauert 2 bis 3 Jahre mitunter, bis man eine richtig stabile Biologie hat, auch noch länger. Und dann verschwinden die auch irgendwann. Wir werden jetzt gleich in dem Blog, ist übrigens kein Modern Koi Blog, sondern Home Entertainment, werden wir gleich mal ein paar Fische messen, weil der optische Eindruck ist immer das eine, das Messbare ist das andere. Und hier haben wir den kleinen Teich mit 18.500 Liter, wo momentan noch 700 Gramm Futter circa reinfliegen. Und einige der Fische waren bei uns in der Anlage, wie der Ginrin Ochiba, wie der Ginrin Chagoy, das sind übrigens Geschwister. Da sage ich, die haben nochmal Zentimeter gemacht. Wir haben unten den Ginrin Goromo Koyo Asagi irgendwas, der hat auch ein paar Zentimeter noch gemacht. Auch der Benigoy hat auch nochmal zugelegt, der Chocolate Chagoy Deutsu hat was gemacht. Witzigerweise, der Deutz Karashi, dem hätte ich ein gutes Wachstumspotenzial unterstellt, hat im Prinzip gar nichts gemacht, versteckt sich auch nur unter der Terrasse, also jeder dieser Teiche hat eine Terrasse. Keine Ahnung, kann auch das Phänomen sein, dass er jetzt hier neu eingezogen ist, muss aber nicht so sein. Und hier haben wir den Jumbo-Teich und das ist natürlich das Tolle an der Anlage, dass man hier differenziert zwischen den Riesen und den Zwergen. Also hier, die werden im Prinzip auf Volumen und Erhalt nicht, aber auf Volumen gefüttert. Aber die sind natürlich vom Charakter ganz anders. Jetzt habe ich nur mein Super-Weitwinkel-Objektiv drauf, da erkennen Sie den Meter und das Volumen dieses Monsters nicht wirklich. Also hier geht es nicht um absolutes Wachstum. Und das wird dann im anderen Teich vollzogen. Hier geht es im Prinzip um Erhaltung des Volumens und dass vor allem auch das Volumen aufgebaut werden kann. Und ich habe es gerade zu Dirk gesagt, es gibt in Europa nicht viele Teiche mit so vielen Fischen über 80 und über 90 Zentimeter. Aber wir werden jetzt nicht alle rausholen, sondern wir werden jetzt einfach mal ein paar Stichproben machen. Das Wasser für Koi, von den Algenflusen abgesehen, sensationell. Hat einen sehr guten Glanz
Heute ist es jetzt ein bisschen dunkel, also ist nicht gerade der beste Tag. Es ist auch nicht mehr früh am Tag, wir haben jetzt 4, 5 Uhr. Also die Sonne steht schon tief, aber vom Glanz ist das so, wie man es von Bürstenfiltern, Teichen kennt. Und auch so, wenn Sie mal schauen, wenn wir mal wieder über Luftblasen sprechen, so sollten Luftblasen stehen, so richtig schön cremig. Auch die kleinen, das ist schon so, wie das sein sollte. Und Dirk würde auch die Anlage größtenteils wieder so bauen, wie sie heute ist. Nur eins würde er anders machen. Er würde die Teiche im Prinzip spiegeln, so dass nachher quasi die Ausströmer und die Platten auch auf der Längsseite, auf der Seite wären. Weil das ist natürlich doof, wenn man auf der Terrasse sitzt und dann hier im Prinzip immer die Wasserbewegung hat, da wo man am meisten mit den Koi korrespondiert, kommuniziert. Das ist natürlich schade, aber jetzt auch kein wirklicher Beinbruch. So, ich kann jetzt aufhören zu reden. Die haben alles vorbereitet. Läuft das jetzt? Und bin ich jetzt selber gespannt. Also, jetzt haben wir als erstes einen hochinteressanten Koi. Interessant deshalb, er kam letztes Jahr. Es ist ein Chocolate-Chagoi aus der Ojibwa-Blutlinie. Der kam mit 61 letztes Jahr. Im Mai hatte er 72, als er hierher kam. Ende August hat Tom und Dirk schon mal ein paar gemessen. Da hatte er schon 77. Und jetzt die Fragen aller Fragen. Wachsen die wirklich noch im September so gut? Die hatten hier hohe Temperaturen, viel Futter, bestes Futter. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt. Warum der Inder heißt, habe ich das schon gesagt, dass er Inder heißt? Er heißt Inder hier mit Spitznamen. Das werden Sie gleich sehen. Da brauchen Sie auch nicht so viel Fantasie für. So, schau mal. Also, here we go. Schauen Sie, deshalb heißt er Inder, weil er einen schönen roten Fleck am Kopf hat. Falsch rum? Richtig rum. Ja, die Wannen hier sind andersrum als bei uns. Der hat 79 jetzt. Vorne stößt er an, ja. Hinten stößt er an. Also er hat im September, müssen Sie sich vorstellen, hat der Koi nochmal von 77 auf 79 zugelegt. Und hier vorne, und Tom meint, er hat auch Volumen bekommen. Das kann ich nicht beurteilen. Also ist kein Betäubungsmittel drin, der stellt sich schlafend wie ein Hamster. Hast du gewusst, Hamster stellen sich tot, wenn die Angst kriegen? Ha? Nee. Echt? Ist so. Mit so kleinen Viechern kenne ich mich nicht aus. Mit kleinen Viechern kennst du dich nicht aus? Also das ist ein brutaler Körper, hat auch eine wunderschöne Beschuppung. 2017 ist jetzt... 2017, also er ist jetzt dreijährig, würde jetzt im Prinzip vierjährig werden. Gigantisch. So. Wirklich toller Koi. Als nächstes interessiert mich der Ginrin Karashi Koyo. Der ist auch mega, mega. Jetzt sehen Sie auch bis so den hier. Den holen wir als nächstes. Der ist mit 74 cm letztes Jahr. Mit 74 ist er gekommen? Nee, der ist hier mit 77 gekommen. Letztes Jahr war er 74, 3 cm gewachsen. Letztes Jahr 3 cm und auf 77. Dann bin ich gespannt, was er in dem Jahr gemacht hat. Wir messen übrigens auch den Ginrin, den Deutz Karashi. Ist da runtergeschwommen. Dirk meint übrigens, die Fische nehmen so eine Terrasse nicht wirklich an. Hier kommt er raus. Ja, aber der Kuchi Beni. Das würde mich zum Beispiel schon mal zu Tode aufregen, wenn da so, da sind jetzt so diese Stützen drunter. Den hat Dirk irgendwann mal ersteigert, dann hat er oben ein paar, hatte er noch kein Goromo oder Asagi-Muster im Rot. Das kam dann irgendwann, jetzt wird es immer geiler. Und als er das gesehen hat, hat er gesagt, er möchte ihn nicht mehr. Dann habe ich ihn in der Anlage gehabt, wir haben uns auf einen anderen Fisch geeinigt. Und irgendwann habe ich gesehen, wie der wächst. Und dann meinte ich, ich glaube, du solltest den doch nehmen. Dann hat er gemeint, also wenn ich glaube, dann glaubt er das auch und hat ihn dann genommen. Und das ist was richtig Feines. Wow. Richtig geil. Der Body. Ach du Scheiße. Ist das Konishi? Ja, müssen wir dazu zählen. Wie viel müssen, ach, da müssen wir vorher auch noch zwei dazu zählen. Ja, dann ist der 81.
Und dann hat er 79, 80 knapp. Ja. Ja. Also 79, 80 und auch, das sind diese mega cleveren Messwaren, bin ich kompletter Fan von. Muss man können. Oder haben die den Zentimeter abgeschnitten vorne? Ne, das ist 1, 2, 3, 4, 5 plus 2. Ja, Ideen muss man haben. Also, dann hat er 79, hat er diese auch 2 cm gemacht. Und zwar die zwei schönsten Zentimeter. Das, was es jetzt ausmacht. Klasse. Ne, auch hier schauen Sie mal, wie sich, wie beim perfekten Goromo. Er hat zwar diese zwei Ultrachemis hier. Die gehören so, das ist für die Varietät entscheidend. Aber gucken Sie mal hier, das ist echt wie beim perfekten Goromo. Goromo. So, als nächstes, Sabina ist, den Ginrin Ochiba. Schade, vorher hatte Tom noch echt tolles Schuhwerk an, da haben wir schon schöne Sprüche überlegt. Aber der weiß mittlerweile, wie ich tick. Hat er mittlerweile in anständiges Schuhwerk abgewandelt. Die roten Adiletten, die sahen früher in Blau schon scheiße aus. Welche willst du? Ich sagte Ginrin Ochiba. Sollen wir ein Varietätenbuch auf den Tisch legen? Come on. Mit wie viel kam der, Dirk? Der ist ja mit 76. Mit 76 kam er. Im Mai. War auch vorher nicht in Bremen, sondern sehen Sie übrigens, wie das Wasser sich bewegt, wenn die da hochkommen. Das ist ein richtig, richtig geil, organisch, weiches, schönes Wasser. Gefällt mir. Der war bei uns in der Anlage, Bovinder. Und weiß dein Papa schon, dass er eine japanische Messwanne von dir zu Weihnachten kriegt? Nee. Nicht? Dafür muss ich bestimmt 10 Stunden arbeiten. Das reicht wohl nicht. Stimmt, ich arbeite ja bei dir. Oh. Oh, oh, oh. Oh. Tim, liebe Grüße. Jetzt kommen wir. Bei mir kriegen die Mitarbeiter auch nichts zu essen während der Arbeitszeit. Hungrige Wölfe jagen besser. Also wir messen den jetzt mal. Also 77 hier plus 2, ja, dann hat er 79. Und wie viel hatte er? 77. Also dann hat er auch 2 gemacht. Und auch Körpervolumen anschauen. Richtig, richtig geil. Noch Qualität tippitoppi. Ist auch nochmal viel heller geworden. 3 hat er gemacht, 76 hat er. Kopf, richtig gut. So, dann. Den Deutzo, Edusho. Yep. Ein Argument hat Dirk aber, warum er die Terrassen jederzeit wieder reinbauen würde, weil im Haus hier lebt auch ein Labrador und der hat natürlich keine Chance, wenn der in den Teich fällt und nicht irgendwo stehen kann. Ja, der Labrador ist ungefähr so hyperaktiv wie ich. Cooler Hund. Was machst du da? Okay. Wie groß war er? Mit 71. Also was er brutal gekriegt hat, ist Körper. Das ist selten, dass die Chocolates so einen Körper aufbauen. Der ist Sansei, der ist von 2018. Genau, 2018 geboren und wird jetzt Sansei. Auch richtig leckeres Teilchen. Und danach gehen wir dann mal zu den Großen. Sind ein Karaschen. Oh, 77. Oh, ne, der hat 76, dann hat er 78. Wahnsinn.
Zeig nochmal. Also der hat einen richtigen Schub gemacht. Und das ist natürlich so ein Neuteich-Umsetzphänomen. Manche stecken das besser weg, andere schlechter. Dem scheint es jetzt gar nichts ausgemacht zu haben. Das ist schon von die Feinste. 79. Ein bisschen messen nochmal. Der 79, also 76 hier. 78 hat er dann, 78. Ne, der hat 76 hier. Vorne stößt er an. Ja, voll. Ja, du drückst ja die Nase noch 3 cm ein. Sollen der? Der hat 88. Was soll denn das? So. Ja, voll. 78. So, also, jetzt will ich mal einen großen sehen. Mich interessiert der Ginrinanashi, da hat der gemeint, er sei, dieses Jahr hätte er keinen Schub gemacht. Und dann interessiert mich hier der Deutzenanashi, das ist auch ein Urtier. So, hier ist er gleich. Ja, das geht schon. Da bin ich echt gespannt. Seine Kopfzeichnung hat er noch mal ein bisschen verändert. Gucken Sie sich Toms Hose noch mal an. Gleich ist er klatschnass. Ich packe ihn erst in die Rundwanne. Nein, nein, gleich oben hoch. Ja. Ja. Nein, nein, das passt schon. So, also nach wie vor Traumzeichnung, Traumkoi. Wie groß war er? Ich meine 87. Ne, 87. Hat er 87? Ich kann es nicht sehen. Also er hat jetzt. Er hat jetzt 86, also 88. Brett. Gucken Sie mal den Schädel an. Wahnsinn. Der Kopf wirkt ein bisschen klein. Also der Knubbel hier ist brutal. Ist ein geschlechtsloser Koi. Also wenn man die Brustflossen anschaut, zeigt er das männlich raue. Aber er hat kein Samen, kein Sperma. Und von daher ist er auch in Verkauf gegangen. Ansonsten wird er mit sowas natürlich in Japan sofort gezüchtet. Da hatten wir 2 davon. Und der war jetzt im Nachgang der wirklich brutalst abgegangen ist. Und dann auch, der war weiß, als er gekauft wurde und hat dann dieses Reverse Kanoko entwickelt, wo quasi nur die Schuppenhaut sich gelb durchfärbt und überall färbt. Und überall, da gibt es keine einzige Schuppe, die auf keiner Seite, die rot ist, sondern die Schuppen sind weiß und nur die Schuppenhaut wird orange. Was die Natur alles hervorbringt. So, dann schauen wir uns den Deutzo Nanashi an. Auch ein Koi. Relativ unspektakulär aus Japan gekommen. Und dann hier, also mit, keine Ahnung, 60 cm damals, nicht mal 55, war dann bei uns ein Jahr in der Aufzucht und hat dann Stück für Stück die Reise angetreten auf einen Meter. Da hatten wir 2, der andere schwimmt bei Sven. Ne, wir hatten 3. Einer ist bei Gundarschen, einer bei Sven und einer hier. Und immer da, wo ich gerade bin, sage ich, das ist der Beste. Ja. Die sind aber alle so ein bisschen schweinchenrosa. So. Schlüpperfarben, genau. Cool. Uiuiui. Muss ich nur kurz schauen. Einmal messen. Verrückt. Also hier hat er 98, also hat er 1 Meter jetzt. Hat er das schon gehabt? Nee. Okay, dann hat er es jetzt.
Glückwunsch, der nächste Meterkoi ist geboren. Setz ihn gleich wieder rüber. Da freut sich jemand im Hintergrund. Wie groß war der? Also hat er 3 cm gemacht. Also, Tom setzt ihn wieder rüber. Einen großen messen wir noch. Aber die Haut ist gut verheilt. Ist der rot, ey. So, er hier ist auch als 96 hier. Warte. Wie viel hat er? Hat er auch so 97. 97, immer noch 97. 95 auf dem Maßband oben. Die oben. Ah, wobei, wenn man die obere, da bringt er 96. Boah. Warte mal, nee, jetzt hast du mich angelegt. 97, oben hat er 5. Also 97 ist gleich geblieben, aber mit brachialstem Körper, hat ein bisschen nicht Chemie, so auch Asagi-Type ausgebildet. Völlig egal bei so einem großen Fisch. Also mach ihn rüber, Tom. Dass da nichts anbrennt. Das waren jetzt einfach mal ein paar Kostproben für den ersten Sommer. Ist das mehr als genial. Man darf nicht vergessen, die Koi sind ja erst im Mai hier eingesetzt worden. Und das ist natürlich für die alles mit Stress verbunden. Und dann ist das Wachstum in der ersten Zeit auch nicht optimal. Aber dafür ist jetzt im Jahresergebnis was richtig, richtig Geiles bei rausgekommen. So, Sie werden jetzt gleich sehen. Ich weiß noch nicht, was wir noch in Home Entertainment. Da hinten ist übrigens Mila, der Labrador des Hauses. Hat das Wesen eines Schafes, was gerade vor einem Wolf flieht. Mila, komm hier. Der guckt schon so. Komm jetzt her. Leckerli. Also, Mila hat keinen Bock auf mich. Machen Sie es gut. Vielen Dank und es geht hier jetzt weiter.